14 Bilder hängen an der Wand. Die Leidensgeschichte hab ich gleich erkannt. Von Jesus Christus, von Gottes Sohn. Detailgetreu, Station für Station. Menschen schreien ans Kreuz mit ihm. Hasserfüllte Blicke und mittendrin steht ein Mann, gegeißelt, geschlagen, gequält. Da weiß Pilatus, hat sein Urteil längst gefällt. Auf dem nächsten Bild sieht man in den engen Gassen johlende, gröhlende Menschenmassen. Ein Mann trägt ein Kreuz, sie spucken ihn an. Der Mann mit dem Kreuz, was hat er ihnen nur getan? Im dritten Bild sieht man, wie er sich quält. Die Stufen hinauf, er strauchelt, er fällt. Begraben unterm Kreuz in der sengenden Hitze. Begraben unterm Kreuz unter höhnischem Gewitze. Bild 4 zeigt Maria, die Augen sind leer. Ihr Herz ist gebrochen und Tränen schwer. Das Bild zeigt, was eine Mutter spürt. Eine Mutter, die ihr Kind verliert. Bild 5 zeigt ganz deutlich, dieser Mann ist am Ende. Zerschundene Füße und blutende Hände. Ein Mann wird gezwungen, hilft Jesus stumm. Und weiter geht der Weg durch das Martyrium. Bild 6, eine Frau zwängt sich durch das Gedränge, durch die lüsterne, gaffende Menschenmenge. Sie kann das, was geschehen wird, nicht mehr verhindern. Sie kann nur für den Augenblick seine Schmerzen lindern. Bild 7, jetzt fällt er zum zweiten Mal. Das Bild ist ein einziges Tränental. Es zeigt unbarmherzig, was damals geschah, auf dem Weg nach Golgotha. Bild 8, Frauen weinen am Straßenrand, berühren sein verdrecktes, zerschlissenes Gewand, berühren die erbärmliche Kreatur, von Gottes großer Macht nirgendwo die kleinste Spur. Bild 9, der Todgeweihte fällt zum dritten Mal, er wird weitergezerrt, er hat keine Wahl, da ist keiner, der ihm hilft, der sich seiner erbarmt, da ist keiner, der ihn brüderlich umarmt. Bild 10, sie sind da, das Ziel ist erreicht. Soldaten reißen ihm seine Kleider vom Leib. Sie spucken, sie schlagen, treten auf ihn ein. Hinterhältig, erbarmungslos gemein. Bild 11, was ich da sehe, kann ich nicht glauben. Unwillkürlich schießen Tränen in meine Augen. Ist es möglich, dass sich nicht ein einziger rührt, als der Mann ans Kreuz genagelt wird? Bild 12, der Tod bringt die langersehnte Wende. Macht den stundenlangen Qualen endlich ein Ende. Das Martyrium ist endlich vorbei. Die Demütigung, die Schmach, die Quälerei. Bild 13, der Leichnam wird heruntergelassen. Es gibt nichts mehr zu sehen, die Menschen verlassen den Ort des Grauens, sie eilen davon. Johannes bleibt, Maria weint um ihren Sohn. Bald ist Sabbat, es neigt sich der Tag. Sie legen den Leichnam in ein Felsengrab. Und mit ihm begraben sie den Glauben an die Welt, dass Güte und Liebe etwas zählt. Hier könnte es zu Ende sein, doch es fängt erst an. Gott hat noch einen Trumpf im Ärmel, hat noch einen Plan. Für alle, die Verzweifelten, die denken, es ist aus. Wer an mich glaubt, lebt über den Tod hinaus. Ich glaub, lebt über den Tod hinaus. Wer an mich glaubt, lebt über den Tod hinaus.